auswegslos. Aber der wichtigste Satz bei Hamlet ist der, an sich ist nichts gut oder schlecht, nur das Denken macht es dazu. Was gibt's denn zu sehen? Gestern habe ich mir eine Taxifahrt geleistet. Da spielt die Musik, ja? Und du musst so rausgucken. Du guckst immer in die falsche Richtung. Da spielt die Musik, ja? Du guckst immer in die falsche Richtung. Da ist die Richtung. Also du musst in deinem Lebensprinzip immer, wo du hinschaust, musst du wegschauen. Schau mal, deine natürliche Blickrichtung wäre diese hier oben, ne? Aber die natürliche Blickrichtung ist geradeaus nach vorne. Da gibt es nichts zu lernen. Das ist eine Weisheit, die kannst du dir merken. Damit kommen wir durchs Leben, ja? Nicht? So. Ich war doch immer zu der, kann ich dir eine schöne Geschichte zu erzählen, in der Schule, in die ich gegangen bin, also 8 Jahre, in Rothenburg ob der Tauber. Und da saß ich in der letzten Bank, also in der Eselsbank sozusagen, das gab es damals noch. Und der Lehrer ging immer vorbei, der brauchte nur die Hand zu heben, da hob ich schon meine Hände schützen, weil ich immer verprügelt wurde, sodass ich also Pol Hände hoch hieß. Pol Hände hoch, verstehst du, weil er immer sofort wurde ja geschlagen. Und wenn das nicht geholfen hat, dann kam... hatte er ein Sortiment von schwarzen Rohrstöcken, die mit Isolierband umwickelt waren. Und das Schlimmste war die schwarze Superkatze irgendwie. Und da kriegte man dann bei uns damals noch 20 Pfötchen aufgezählt. Ja? Und wenn das nicht mehr half, dann wurde eine Tafel über Eck geschoben. Und das war das KZ, dann wurde man ins KZ gesperrt für eine Stunde. Und wenn man sich da befreit hat, musste man 100-mal schreiben, man darf nicht ausbrechen. So die letzten Scherze, die mir geblieben sind. Die Schwalbe. Schau mal. Hier hat immer Claudius gesessen. Immer hat er sich im Bild gehabt, hat sich angeschaut. Also hier hat Gertrud gesessen, Claudius. Und Gertrud war mit ihrer Melancholie beschäftigt, weil Gertrud ja also in der Hochzeitsnacht nicht mit ihrem Mann schlafen konnte, sondern das haben sie erst am Morgen gemacht. Und da wurde also, ich war damals 14 Jahre alt, Sonntagskind, begabt, naiv, ein Aufsatzwettbewerb ausgeschrieben mit dem Titel, unter dem Titel, wie stellen Sie sich die Bedienung in der Selbstbedienung vor? So, auch ein vollautomatisiertes Restaurant braucht letztendlich eine gewisse fachliche Beratung, es muss Geld gewechselt werden. Das war das halt der Hamlet-Geld. Und dann kam halt Claudius und wollte es neu machen und hat dann den Euro gebracht, ne? Weil natürlich jeder Mächtige möchte vorkommen und spürbar sein, jede Minute beim Volk. Dann hat er das neue Geld gebracht, den Euro, den sogenannten. Das ist eine dänische Erfindung. Und mir verdankt ihr, dass ihr hier seid. Und in Restaurants, wo früher Service war, mussten entsprechend, wie also in den alten Zeiten, Serviertöchter mitbeschäftigt werden. Also ich bin hier der Geschäftsführer. Ich bin hier nicht als euer Vater, sondern als Geschäftsführer. Und weil das nun der modernste, aber auch in gewisser Weise anonymste Platz war, kamen hier immer Claudius und Gertrud inkognito her und aßen zum Beispiel ein paniertes Schnitzel. Ich hasse dieses Lokal, weil das mein Grab geworden ist.
So. Also Claudius hat sehr gerne gespritzten schwarzen Johannisbeersaft getrunken. Gertrud, immer Bier. Immer Bier. Da gegenüber, das habe ich vorhin schon erwähnt, war eine Sparkasse. Eine kleine Sparkasse mit zwei Angestellten. Und die ist in kürzester Zeit viermal hintereinander überfallen worden. Und dieser Abend, mein Schicksalsabend, waren also Claudius und Gertrud hier. Und plötzlich da drüben geht ein riesiges Theater los. Parkt ein alter BMW da vorne. Drei maskierte Männer stürmen rein, entführen eine, die Sparkassenangestellte, die hieß Schwind. Fräulein Ulrike Schwind, die hat sich dann ein halbes Jahr später umgebracht. Entführen die, es entsteht auch eine Schießerei. Und Claudius und Gertrud, also Gertrud ist sitzen geblieben, das erinnere ich genau. Aber Claudius hat eine wahnsinnige Angst gehabt, weil der saß sozusagen mit dem Rücken zum Geschehen und rannte ins Klo. Und jetzt kommt die Geschichte. Auch bei Fenstern, wenn man rausschaut, wenn man dahinter ein bisschen Silber hält, sieht man schon sich selber. Deswegen sage ich immer, wer rausschaut, schaut auch wieder rein. Die Gertrud blieb eigentlich sitzen, in weiblicher Entspanntheit, kann man sagen. Schaut ihr zu, also entweder hat sie überhaupt keine Begriffe, was da passierte, oder fühlt sie sich so sicher. Claudius im Klo. So. Ja, das war die erste Regel, die ich gelernt habe. Schweigen. Und die habe ich einmal nicht eingehalten und dafür bin ich hier gelandet. Nun passierte eine unglaublich komplizierte Situation. Claudius wurde durch einen Zufall König und kriegte die geliebte Gertrud. Alle dachten, er hätte das gemacht. Hat er aber nicht. Eigentlich bin ich sozusagen die Schicksalsfigur. Gegen 2 Uhr, hör mal zu, gegen 2 Uhr war die Sache erledigt und ich musste das Lokal absperren und fand auf dem Klo dieses Fläschchen. Dieses Fläschchen fand ich auf dem Klo mit einem silbergelbenen Inhalt und so kleine Flöckchen drin. Das hat ganz offensichtlich der Claudius da liegen lassen. So, und nun war es so, dass damals der Horatio, also der hieß gar nicht Horatio, der hieß Felix Horror. So, und Felix Horror kam hier als junger Kerl her und so. Ich wusste nicht, ob der jetzt, also ich wusste auch gar nicht, welche Verbindung der zu diesen Leuten steht. Jedenfalls wusste ich, dass er studiert, Medizin studiert. Und dem habe ich das Fläschchen gezeigt. Und irgendwie eine Zeit lang später, ich habe lange nichts gehört, kam er zurück mit dem Fläschchen und sagte, dass es sardisches Schlangengift ist. Also hatte Claudius aus Sardinien, der sich ja nur in Südeuropa aufhält, weil er es hier zu ekelhaft fand, hatte der in diesem Fläschchen sardisches Schlangengift mitgebracht. So, und herausgefunden wurde auch durch den Horatio, dass dieses Gift nur wirkt, wenn man durch eine Öffnung in den Körper geht, und zwar durchs Ohr. Deswegen auch dieser kleine ohrfreundliche, siehst du ja hier, brauchst bloß rein und doch, spürst du gar nicht. Und schon kann das Gift in den Körper, in dieses Löchlein, in diese Weltöffnung hineingespritzt werden. In einem Omnibus, da saß mich an. Der hatte Lackstiefel an. Da kam ein anderer Mann, der hatte Schuhe an. Die stanken sehr nach Frank. Die stanken sehr. Da sagt der eine Mann, sie haben Schuhe, die stinken sehr nach Rang. Da sagt der andere Mann, das geht sie gar nicht an, denn jeder stinkt, wie er kann. Also, ich wollte mal sagen, die drei gefährlichsten Berufe, Ober, siehst du, das ist einer der ältesten Tricks. Man schlägt den Kopf scheinbar, erzeugt das Geräusch mit dem Fuß und hat den Schmerz an der richtigen Stelle. Also, guck mal, und hier ist, das könnte, wenn man es nach hinten klappt, ein Sarg sein, Stehsarg sozusagen. Dann könnte es eine Guillotine sein, man braucht das nur runterfahren. Fährt die so rein, weg ist der Kopf. Es kann auch ein Messgerät sein für Wahnsinnige, wo man hier angeschlossen wird und Gehirnströme gemessen werden. Bei mir würden erstaunliche Bewegungen rauskommen, auf engstem Raume das Maximum. Thank you.
es war ja auch so, dass dann das Problem entstand, dass Claudius die Angst hatte, dass man ihn wiederum einen Giftanschlag auf ihn macht. Und der alte Hamlet hatte das Problem, dass er immer Angst hatte, er könnte nur scheintot sein. Und jetzt wurde ihm ein Sarg angepasst und ein Double von dem alten Claudius hat für diesen Sarg Muster gelegen. Und dieses Double war aber um 3 cm kürzer, was man später erst gemerkt hat als Claudius. Jedenfalls, als Claudius dann tot war und beerdigt werden sollte, wurde dieser Zinksarg angeliefert und Claudius passte nicht in den Sarg hinein. Man konnte ja nicht so schnell einen Zinksarg. Claudius hat immer Angst davor, dass er scheintot ist und dass die Würmer ihn bei lebendigem Leibe auffressen können. Und er merkt, dass wir verfault. Jetzt musste also eine Lösung gefunden werden, weil ja der Sarg 3 cm zu kurz war. Und daraufhin hat man also mich beauftragt, da ich ja eine Gastronomieausbildung habe, also Bedienung, Selbstbedienung, Kellner, Warenkunde, habe ich auch einen Metzgerkurs Schlachten mitgemacht. Ich kann also Schweine schlachten, Kälber schlachten, Schafe schlachten. Am liebsten schlachte ich Schweine. So. Und das heißt, man muss sich natürlich da auch mit dem Brechen von Knochen beschäftigen. Und nun wurde mir die Aufgabe erteilt, dass ich dem Claudius die Oberschenkelknochen breche, damit er so verkürzt in den Sarg hineinpasst. Das ist nicht so eine schöne Geschichte, aber sie hat sie ihm zugetragen. Und das Spiel der Mächtigen ist immer ein grausames. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Beethoven. Musik. Naja, was bin ich geworden? Ein Automat. Ein gebrochener Automat. Wie ich gesagt habe, man gleicht sich im Verlauf des Lebens seinem Aussehen an. Die Gebrochenheit war trotz Sonntagskind drin, aber die Haare darf nicht abschneiden. Copyright Walt Disney. Mein alter Freund, hoffentlich vergisst dich der Tod nicht. Polonius war ein Mann, der wahnsinnig gerne gelebt hat. Ein getarnter Chinese, das muss ich auch noch sagen, jetzt wo er tot ist. Also es war so, dass der, eigentlich hieß er ja Polinus. Und ich habe den großen Fehler gemacht, dass ich mir gesagt habe, Polinus. Ah, ich krieg's total durcheinander. Er heißt eigentlich Polinus. Polinus, genau. Vorname Wang Polinus. Und dieser Wang Polinus hat aus Shanghai, aus einem Armenviertel, ein Strichmädchen, die ging nicht auf den Strich, die Frau von Polinus ging natürlich nicht auf den Strich, es war eine ganz dünne, so, jedenfalls Dr. Wang Polinus hat dann diese dünne Tochter gezeugt, die wiederum von der Mutter, die hat mal einen Knopf angenäht bei Hamlet, als die ganze Geschichte anging und sie noch lebte. Die ist ja dann an der Wollust ihres Mannes Polinus zugrunde gegangen, diese dünne Frau. Hat die aus Versehen die Ophelia in einen Knopf mit der Ophelia festgenäht. Und Hamlet hat das gesehen, so, und hat Knopf rausgebissen, Ophelia befreit. Und jetzt hängt sie, wie gesagt, an der Trauerweide immer noch oder schwimmt als Fädchen durch den Ozean. Der Tod hat sie vergessen. Und ich hoffe nur, dass er mich nicht vergisst, weil dieses Leben hier in einem Polomaten-Restaurant ist, weiß Gott, nicht sehr inspirierend. Man hat zwar sein Auskommen, man wird gefüttert in seinem Gefängnis, aber man wartet doch täglich auf die Erlösung, um aus den Klauen von Walt Disney herauszukommen. Zum Glück gibt es noch kein Copyright auf Leichen und Totenköpfe. Aber da wenigstens unter der Erde, in dem sogenannten Untererdmöbel, seine Ruhe hat. Man hat sich natürlich überlegt, warum nennt man die Automaten plötzlich Polomaten? Das hat damit zu tun, dass ein Automat immer automatisch an einen Autor erinnert, Automat. Sodass man also die Idee hatte,
dieses Gerät Polomat zu nennen, A, um eine größere Abstraktion herzustellen, B, sozusagen das Geschlecht der Pols, also der chinesischen Pol, Pol in Us, Dr. Wang Pol in Us, oder Klaus Dieter Pol, sozusagen im Bewusstsein der Leute präsent zu halten. Also sagen wir mal, dieser Brösel ist jetzt Laertes gewesen. Ich will noch mal diese Schussgeschichte, weil die doch sehr spannend war. Dieser Brösel, und hier war die Bank, man müsste vielleicht noch das abbrechen, da ist die Bank, da war der Überfall, hier läuft noch das Blut heraus, kann man sehen, ist die Blutspur, die Räuber sind weg mit dem Geld, verloren über die Grenzen des Reiches. So, Claudius und Gertrud fortgegangen, das sind diese beiden Brösel, weggefahren mit der Kutsche. Übrig bleibt ich als einsamer Hauptbrösel hier mit dem im Klo, hier hinten ist das Klo, Fläschchen, mit dem Giftfläschchen, ratlos. Jetzt kommt hereingestürmt Laertes, wendet sich nach rechts, nach links. Es erscheint hier dieser Gelbschimmer. Chinesen stellen ihn, obwohl seine Mutter ja diese dünne Schneiderin war, eine Bedrohung dar, weil sie ja sozusagen Exilchinesen sind. So, reißt sein Gun raus, reingeschossen hier, Geld fällt raus. Die Tragödie erfährt eine Art Fermate, eine Stillhaltepause. Ich wische auf, Laertes verlässt das Lokal, ich wische auf das Giftfläschchen in der Tasche, immer wieder betrachte ich, kann die Hieroglyphen nicht. Und jetzt kommt das schlimmste Giftfläschchen meines Lebens, Heinz Heiner Horror. Hier. Student an der Humboldt-Universität für Physik, Chemie, Alchemie und Philosophie. Ein Spezialist für leibnizische Forschungen. So, ihn, wir setzen uns hier in dieses dunkle, kann man das gut sehen, düstere kleine Eckchen. Ich zücke das Giftfläschchen, zeige es ihm. Horatio nimmt das Gift, Heinz Heiner Horror, das Giftfläschchen und sagt, er will es zur Untersuchung in die Humboldt-Universität bringen. Trägt es weg, kommt nach zwei Tagen wieder da und erzählt mir, gibt mir das Fläschchen, es handelt sich um ein sardisches Schlangengift. Das hat er erzählt. So, aber inzwischen ist das Gerücht ausgestreut. Hier die Spur von Gertrud und jetzt der alte Hamlet. Ein dicker, schwerer Mann, der weißhäutig, melancholisch zu mir hier hereingestapft kommt ins Polomaten-Restaurant und mich nach dem Gift fragt, so sich von Heinz Heiner Horror ausliefern lässt, das erwähnte Papageien-Gegengift, sich zurückzieht in den Garten, den müsste man hier einzeichnen, das ist jetzt der Garten, es ist Mittag. Eine der wenigen Tage, wo die Sonne aus einem relativ wolkenlosen Himmel auf das Reich von Hellsehenohr scheint. Hier legt sich also der liebe König Hamlet, der Alte, der Töter von, wie heißt der schnell, der Norweger da, Fortinbras, nicht dem Alten Fortinbras, legt sich hier in den Garten, um zu verruhen, das machte er gerne, und nimmt dieses Papageiengift ein, stirbt hier, während Claudius und Gertrud hier einen Streit haben. Die haben sich wahnsinnig immer gestritten über Falken. Und zwar der Claudius hat Falken gezüchtet und Gertrud fand das eine endlose Tierquälerei. Also es gab hier diesen berühmten Falkenstreit. Das hat mir wiederum später, viel später, Laertes erzählt, bei der Beerdigung von der Ophelia, die nur zum Schein beerdigt wurde. Es wurde also da ein leerer Sarg in die Erde getan, weil ja dieses Fädchen, wie gesagt, man weiß nicht, hängst du am Weidenbaum oder ist es nackt. So, und jetzt starb hier König Hamlet der Alte an einem Gegengift und die Geschichte entstand, Ausgangspunkt, Polomaten-Restaurant. Er sei von jenem Mann, Claudius, seinem Bruder, vergiftet worden. Das wiederum hat dazu geführt, dass Hamlet, dieser dürre kleine, äußerst unangenehmer Mensch, ja, daraus eine Staatsaffäre gemacht hat, die schließlich zum Untergang des gesamten Hellsehenohr geführt hat, übrig geblieben ist, aufgekauft von der Company Walt Disney, dieses schöne Polomaten-Restaurant.